Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum Part 2. Wie spät ist es? Es ist gerade 15.01 Uhr. Ich muss vor 16 Uhr aufhören, weil da die Pokémon Direct ist. Die will ich nicht wirklich verpassen. Aber naja. Bevor ihr weiterreist, solltet ihr eure Vorräte im Item Shop auffüllen. Ihr müsst wissen, das ist mein, ihr müsst wissen, das ist der beste Item Shop in der ganzen Umgebung. Okay, gut zu wissen. Ach, du bist auf Reisen? Nein, wie aufregend. Willst du ein Elite-Trainer werden oder bist du auf einer Expedition, um ein Pokémon zu treffen? Oh, ich bin richtig neidisch auf dich. Man merkt vielleicht, dass ich ziemlich schnell vorlese, aber ich will das Spiel spielen und nicht die ganze Zeit vorlesen. Das große Haus, da ist das Haus unseres Bürgermeisters. Frag ihn ruhig zum Rat, wenn euch auf euren Reisen irgendetwas Merkwürdiges passiert. Das mache ich auch jetzt. Ein Trainer auf Reisen, nicht wahr? Und mir scheint, du hast auch diesen speziellen Blick. Ich denke, dieser Blick gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns wieder begegnen. Irgendwo, irgendwann. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal zum Bürgermeister. Da hinten bringt die wieder Nachrichten über Team Krall. Ah, ihr müsst Reisende sein. Willkommen in Fenak. Man nennt mich Maskat und ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Ihr wollt mich sprechen? In welcher Angelegenheit? Nur zu, wie kann ich einer hübschen jungen Dame behilflich sein? Ich habe da etwas gesehen. Du hast also etwas gesehen und was hast du gesehen? Ein seltsames Pokémon oder, ein Pokémon mit einem dunklen Aura. Ich habe ein Pokémon gesehen, das war eine echte Kampfmaschine. Und dieses Pokémon greift auch Menschen an. Was unfassbar, ein Pokémon wie eine Kampfmaschine, das auch Menschen attackiert? Wenn das wahr wäre, wäre das ein schrecklicher Skandal. Allein es fällt mir schwer, das zu glauben. Aber es ist wahr, Sie müssen mir glauben, Herr Bürgermeister. Ich habe dieses Pokémon gesehen und deshalb haben mich die Gangster gekidnappt. Sie hatten mich bis eben in ihre Gewalt. Ich verstehe. Nun gut, ich werde unverzüglich eine Untersuchung anordnen. Wirklich, danke, Herr Bürgermeister, danke. Aber nein, nicht zu danken, wirklich. Kriminellen müssen man Einhalt gebieten, vor allem dann, wenn sie so eine hübsche junge Dame in Bedrängnis bringen. Gib mir nur ein wenig Zeit und ich werde bestimmt einige nützliche Informationen für euch sammeln können. Und noch etwas. Du siehst mir auch aus wie ein Pokémon-Trainer. Du solltest auf jeden Fall einen Blick auf das Stadion von Fenak werfen. Es ist der ganze Stolz unserer kleinen Stadt. Wirklich ein prächtiges Stadion, wie es sich für unsere so blaue Wassermetropole gehört. Okay, aber erstmal gehe ich hier hoch. In das Schlafzimmer des Bürgermeisters. Lass mich mal durch. Was für ein attraktiver junger Mann. Hihi, und wie niedlich. Du nimmst deinen kleinen Freund sogar überall hin mit, nicht wahr? Ich frage mich, ob man einfach in dieses Schlafzimmer hier reingehen kann. Aber so, jeder machen, wie er will. Ich bin ein großer Fan von Primus, dem Leiter der Prima-Arena. Das ist wirklich toll und natürlich ist er unglaublich stark im Pokémon-Kampf. Ich kann mal reingehen, aber ich glaube, hier ist noch nichts los, oder? Ich drehe mal eine Runde. Ja, okay, aber ich glaube, ich muss erst später hin. Okay. Ich gehe erstmal nur um die Häuser. Ah, Reisende. Und, gefällt es euch in unserem schönen Fenak? Passt bloß auf, wenn ihr weiterreist. In Pyritus zum Beispiel wimmelt es nur so von ungehobelten Kerlen und regelrecht rüden Rowdies. Vor langer, langer Zeit war das ja eine Öde, in der weder Menschen noch Pokémon leben konnten. Der Großvater des Bürgermeisters hatte dieses Land selbst urbar gemacht und Kanäle gegraben. Dann hat er hier diese Stadt gegründet. Interessant. Okay, mal aus dem Weg. Das hätte man anders lösen können. Wenn die in so einen Weg rennen, das ist... Was macht der Typ da hinten? Kommt man da hin? Jupp. In der Schule bin ich nicht so gut, aber über Pokémon kämpfen weiß ich so ziemlich alles. Du bist doch auch Trainer, oder? Dann lass uns kämpfen. Los, ein Kampf. Genau doch. Los geht's, ohne Rücksicht auf Verluste. Gator Mikey. Wampel und Schaloko.
Naja. Wumpel. Ich gehe einfach zweimal auf Wumpel. So. Es reicht sogar. Level 26, nice. Aua! So war das nicht geplant. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich verliere. Du bist echt stark hier für dich, weil du mich besiegt hast. TM 41, nice. Ich bin jetzt niemand, der die TMs auswendig kennt, deswegen gucke ich jetzt mal nach. TM, genau. Folter. Ach genau, Folterknecht. Das kommt mir sogar bekannt vor. Also, dass du TM 41 Folterknecht ist. Hast du schon gehört? Nein. Man sagt, dass Team Krallversteck. Man sagt, dass Team Krallversteck ist in die Luft geflogen, sagt bloß. Wer könnte so etwas tun? Jawohl. Man weiß es nicht. Großartig, oder? Das ist unser Stadion. Ich wünschte, ich wäre bald gut genug, um auch in diesem Stadion anzutreten. Ich finde, dass dieses Wasser nicht mal so schlecht gemacht ist. Also, es sieht nicht wirklich gut aus, aber es ist eigentlich... Also, es sieht schon gut aus, es ist aber nicht gut gemacht, sag ich mal. Aber das ist ja schon ein ziemlich altes Spiel, 2004 kam das raus. Hier können sich Teilnehmer an den Turnieren registrieren lassen. Aber leider ist die Registrierung der Teilnehmer... Genau. Hallo, du willst auch am Turnier teilnehmen? Ja, na klar. Achso, ehrlich gesagt, ich wollte mich auch gerade anmelden, aber leider hat das Turnier anscheinend schon angefangen. Dabei wollte ich doch unbedingt diesen Wettkampf gewinnen. Ich wollte unbedingt das Preisgeld und eine TM gewinnen. Hier ist gar keine Musik, fällt mir auf. Naja. Genau, jetzt passiert das. Soweit war ich auch schon. Hey, hallo Nilk. Haben wir dich endlich gefunden, du mieser kleiner Verräter. Nicht nur unser Versteck in die Luft zu jagen, sondern auch noch die Krallmaschine mitgehen zu lassen. Du hast wirklich Nerven. Was sind das für Typen? Was? Die sind von Team Krall? Und warum nennen sie dich Verräter? Nilk, soll das etwa... Du triffst den Nagel auf den Kopf, Kleiner. Der Kerl hier gehört zum Team Krall, genau wie wir. Aber er ist kein ungewöhnliches Mitglied. Wenn er Beute wird, dann krallt er sich auf jeden Fall. Er ist die beste Kralle im ganzen Team Krall, so. Das glaube ich nicht. Stimmt das etwa? Ja. Es ist also wahr? Das ist ja ein starkes Stück. Was ist für ein Satz? So, und jetzt rückt die Krallmaschine raus, die du dir unter den Nagel gerissen hast. Krallmaschine? Nilf, du hast etwa tatsächlich so eine schreckliche Maschine? Wer eine Krallmaschine hat, muss nur einen ganz normalen Pokéball bei sich haben. Und dieser Ball wird durch die Maschine sofort zum Krallball, mit dem er sich jedes Pokémon krallen kann. Du und dein loses Mundwerk, das geht die Göre doch nichts an. So ist das also, Nilk. Deshalb wirst du von diesen Freaks gejagt. Oder? Freaks? Wärst du ja ein Freak. Und wenn du die Maschine nicht freiwillig rausdrückst, dann holen wir sie uns eben. Ich glaub's dir selber nicht. Brutus. Was ein Name. Keine Beleidigung an Leute, die Brutus heißen. ich mach's so wie immer. Und Krebskorps ist sogar nach einer Attacke tot. So, Tackle. Na, zieht nicht viel ab. Bam. Volltreffer, nice. Oh nein, ich habe versagt. Interessant. Verflucht, Nick. Denk ja nicht, dass das schon alles war. Die Krallmaschine holen wir uns auf jeden Fall zurück. Das werden wir sehen. Also, Nick, ein Mitglied des Team Krall. Nein, halt, genau gesagt, ein ehemaliges Mitglied des Team Krall. Aber es ist schon okay, was du früh gemacht hast, ist wirklich egal, Nick. Schließlich hast du mir geholfen. Und mich aus den Fängen dieser Widerlinge gerettet. Abgesehen davon, diese Freaks haben mich auf eine Idee gebracht. Los, Nirk.
Lassen Sie in den Itemshop gehen und Pokebälle kaufen. Das würde ich normalerweise machen, wenn es da Pokebälle gäbe. Ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Und frag nach. Ja, Pokebälle haben sie nicht. Nein. Ah, schon wieder die falsche Pokebälle rausgekommen. Ich bin hier unter der Kapsel da. Was, Pokebälle? Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so etwas in dieser Stadt verkauft. Aber warte, ich habe mal gehört, in der Wüstenbarwäsche sollen welche angeboten werden. Sie ist östlich von Fenag und sieht aus wie eine Lokomotive. Du kannst sie unmöglich verfehren. Ich habe zwar noch keine eigenen Pokémon, aber ich komme jeden Tag hierher. Es macht einfach Spaß, die vielen Pokémon-Artikel anzusehen, die es hier gibt. Hi. Gegen Vergiftung hilft Gegengift, gegen Paralyse hilft Paraheiler, gegen Schlaf hilft Aufwecker. Aber wenn dein Pokémon im Kampf einschläft, brauchst du es nur zu rufen, um es aufzuwecken. Das ist wesentlich billiger. Ich verstehe diesen Aufwecker irgendwie nicht, was der für einen Sinn in dem Spiel hat. In dieser Gegend werden keine Pokébälle verkauft, das weiß doch jeder. Aber der Barkeeper in der Wüstenbar hat früher welche verkauft, das sollte allerdings ein Geheimnis bleiben. Dann sollte es mir vielleicht nicht jeder erzählen. Irgendwie weiß das schon jeder, oder? Naja, da gehe ich jetzt in die Wüste, sozusagen. Aber erst gehe ich nochmal heilen. Machen die Musik ein bisschen lauter. Aber ich weiß... Ich glaube, beim Aufnahmeprogramm ist es egal, wie laut ich die habe. Die bleibt gleich. Das ist natürlich praktisch. Ich benutze übrigens OBS, falls es irgendjemanden interessieren sollte, was ich nicht glaube. Na, jetzt geht's erstmal zu Wüstenbau. Hi. Genau du. Hey Trainer, bevor du weiterreist, solltest du deine Vorräte aufstocken, na? Was sagst du? Eine Frage, Herr Barmann. Verkauft ihr hier keine Pokebälle? Was? Pokebälle? So ein Zeug braucht man hier doch gar nicht. Aber warte, irgendwo hatte ich doch noch ein paar Stück. Ah, hier sind sie ja. Zwar noch ein wenig verstaubt, aber voll funktionstüchtig. Hier, nimm Druck. Ist ein Geschenk für gute Kunden. 5 Pokeball. Nun, da ich die Pokebälle schon gefunden habe, kann ich sie auch gleich wieder ins Sortiment mit aufnehmen. Ja. Kommt also jederzeit wieder, wenn ihr neue Pokebälle braucht. Jupp, da bleibe ich gleich hier. Oh, er hat sogar Superbälle. 6000, yep, da kann ich das so machen, yep. Und noch 10 Pokebälle. Und einen schönen Premierball dazu. Danke. Ist das in den neuen Spielen eigentlich auch noch so? Da habe ich es noch nie getestet. Früher habe ich da mich übers Krass geführt. Das ist den größten Trick. Gefunden habe, den es gibt, man kriegt den Pokéball kostenlos. Krass. Oh, wer ist das? Ah, ihr seid es. Es ist so schrecklich. Es war wieder eine Bande Rowdies hier. Es waren richtig viele. Die beiden mit dem Geländewagen, die von neulich. Ich glaube, die habe ich auch erkannt. Rennt er hier noch rum? Ja. Ja, hier, ihr beiden, es ist was Schreckliches passiert. Eben waren die beiden Kerle wieder da und sie haben Verstärkung mitgebracht. Ich glaube, sie sind in Richtung der Prima-Arena gelaufen. Ja, deine Informationen brauche ich nicht. Ich weiß selbst, wo sie sind. Und zwar beim Bürgermeister. Meister the Queen, das ist der Kerl. Das ist der Kerl, der uns das Mädchen abgenommen hat. Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Wollt ihr etwa behaupten, dieses hetzige Paar hätte euch besiegt? Nun, mein Süßer, dein Name war es und Nelk, nicht wahr? Mir leid, mein kleiner Prinz, aber leider müssen wir deine allerliebste Prinzessin jetzt entführen. Du musst nämlich wissen, diese rothaarige Trotznase sieht Dinge, die sie nicht sehen durfte. Und das könnte uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Und was dich angeht, wie kamst du auf die abgefahrene Idee mit dem weißen Streifen? Will sagen, halt dich raus und passiert dir nichts. Das mit dem weißen Streifen frage ich mich eigentlich auch. Meine Herren. Jawohl.
Ich begebe mich nun nach Pyritus und dort warte ich auf euch mit der jungen Dame. Versteht sich? Habe ich mich klar ausgedrückt. Noch ein paar Zahlen, meine Herren, und ich werde euch so zurechtschützen, dass euch kein Fuß mehr helfen kann. Und Musik bitte. Das Spiel ist so bescheuert. So, aber das war's jetzt mit der Folge. 15 Minuten sind voll, deswegen will ich jetzt hier nicht noch den Kampf anfangen, der gleich startet. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.